Hallo und herzlich willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, was ist in der letzten Runde passiert? Wir haben Paraitonion zurückerobert von den Nasamonen, obwohl wir ja laut Vorausberechnung klar in der Unterzahl waren, haben wir dennoch die Siedlung zurückerobert. Haben jetzt aktuell natürlich das Problem, dass die Zufriedenheit mal so ziemlich den Bach untergegangen ist. Und ja, wir haben hier ebenfalls ein Gebäude, welches beschädigt ist, mit dem wir aktuell nicht arbeiten können. Nahrung ist auch sehr schlecht. Ja, wir müssen schauen, was wir tun können. Wir haben noch ein bisschen Geld zur Verfügung und haben ebenso ein Elendsviertel. Ja, wir müssen das Ganze erstmal aufarbeiten, was uns hier überlassen wurde. Schau mal kurz rein. Ich würde jetzt lieber erstmal die Runde abwarten, bis das hier entsprechend ausgebaut bzw. repariert ist, um dann zu schauen, wie wir unser Dorf am besten strategisch erweitern sollten. Ja, schauen wir uns mal kurz unsere anderen Standorte an. Wir haben hier noch eine Militäreinheit in Alexandria. Ja, super. Wir haben lediglich einen General, der bringt uns relativ wenig. Wir haben allerdings auch noch den Spion dort oben. Das ist sehr gut. Und hier unten in Diospolis haben wir noch eine Militäreinheit. Die würde ich erstmal gerne hier stationiert lassen, um mich nach Süden hin, um nach Süden hin auch ein bisschen abgesichert zu sein. Ich schaue jetzt mal kurz hier oben rein. Ich würde ganz gerne mit meinem Spion ein bisschen in Richtung Süden gehen, um zu schauen, was der Feind in Ammonion vorhat und ob er eventuell militärische Einheiten zu uns schickt. Ich würde mal ganz gerne hier stationieren, um dann einfach beobachten zu können, was hier rund um Ammonion passiert. Ja, wir gehen auch nochmal eben so kurz in die Diplomatie. Also wir haben lediglich mit den Nasamonen Krieg zurzeit. Wir betreiben schon relativ viel Handel, was auch sehr gut ist. Das bringt uns ziemlich eine Menge Geld ein. Können hier mit diesen Fraktionen keinen Handel betreiben. Also wir haben im Prinzip alles ausgeschöpft, was geht aktuell in Bezug auf den Handel. Wir hatten auch schon ein Friedensangebot von den Nasamonen bekommen. Halte ich nicht viel von, da ich sie sowieso im Laufe des Spiels ganz gerne auslöschen möchte. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier denn unsere Einheit noch ein bisschen... Ja, nee, nicht Streit möchte aufstellen, das ist Quatsch. So. Ah, wir können auch... Ach, schau mal, wir haben ganz schön Schaden genommen. Also wir müssen sowieso heilen. Wie lange dauert das, wie viele Runden? Na, wo sehe ich das jetzt? Ach, vollständig versteckt ist. 8 Runden. Ach du Schande. Da kann ich jetzt mal gar nicht mitarbeiten. Das ist viel zu lange. Viel zu lange. So, unser General hat eine Charaktereigenschaft, können wir auswählen. Krieger. Plus 1 Hingabe. Plus 1 Gravitas. Kommandant. Autorität und Gravitas. Und den Strategen. Ich würde erstmal den Krieger nehmen. So, und ja, das ist natürlich Käse hoch 10 hier. Dass ich jetzt so viele Runden warten muss, habe ich hier. Welche Einheiten kann ich hier rekrutieren? Ja, natürlich nur Schrott. Ein Mob. Eine Mob-Einheit, die bringt gar nichts. Steinschleuderer, okay, aber wir haben schon viele Fernkampfeinheiten und die ägyptische Infanterie ist auch so schwach. Bereit zum Kampf. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als hier, ich sag mit Stolz, eine weitere Einheit aufzustellen. Ein weiteres Militär. Wir haben auch noch ein bisschen Geld zur Verfügung, deswegen fangen wir jetzt da mal an. Ich fange wieder mit den Pikenieren an. Nehmen wir 3. Da die wirklich sehr stark sind und ebenso durch die Phalanx sowohl gut verteidigen können, als auch gut angreifen können. Okay. Das war's. Wir schauen uns nochmal die strategische Übersicht an. Ja, okay. Das sind meine Generäle. 3 habe ich. Ist ja aufgestellt. Hier unten haben wir Eisen. Und da ist mein Spion. Ja, und hier wollen wir zu Beginn hin nach Libyen und dann weiter gen Westen, nach Afrika.
und eventuell hier runter ins Süden, um dann später im Anschluss hier das Gebiet aufzumischen. Diplomatischer Status ist okay. Öffentliche Ordnung, ja, könnte natürlich besser sein hier in dem Kriegsgebiet, sage ich mal. Wohlstand könnte auch besser sein und das Wachstum ist okay. Also, beenden wir jetzt erstmal diese Runde. Mal schauen, was die Nasamon vorhaben, was sie im Köcher haben, ob sie schon eine... gar nichts passiert, okay. Also, der Name eines unserer Untertanen ist in aller Munde. Ob sich dies als nützlich erweist, bleibt abzuwarten. Ausländischer Händler, plus 10 Wohlstand aus allen Quellen, okay. So, eine Fraktion wurde schon vernichtet, die Kappadokien. Ja. Unser Haushalt erweitert sich, plus 2 Moral für alle Einheiten. Okay, wir haben in Libyen, klar, die besorgte Bevölkerung. Und wir haben Einheiten produziert. Sehr gut. Schauen wir uns mal an in Libyen, wie es jetzt aktuell noch aussieht. Wir haben immer noch minus 10. Wir können die in der Fraktionsübersicht etwas tun. Hier. Benötigte Aesop. Also ein Händler aus dem fernen Süden versucht, Weihrauch und Gewürze mit eurem Volk zu handeln. Ja, kann er machen, wenn er einen entsprechend hohen Preis dafür lässt. Monopolisieren, es den Göttern geben. Die exotischen und duftenden Gewürze sind bereits beliebt. Monopolisierung des Handels wird sich als profitabel erweisen. Hört sich nett an. Den Göttern geben, nee, halte ich nicht viel von. Ihn handeln lassen. Ja, wobei Handel natürlich. Ja, wir lassen ihn mal handeln damit. Dann haben wir nämlich dauerhaft Geld. Hoffe ich zumindest. So ist der Plan. So, und wir müssen hier was tun in Paraitonion. Also wir brauchen zwingend öffentliche Ordnung. Ich guck mal, ob wir hier... wie sieht's denn... Oh ja, wir haben... Lass mich da reingehen. Ja, also hellenisch sollte die Kultur sein. Wir haben wüstennomadisch, insofern brauchen wir sowohl hellenischen Einfluss als auch öffentliche Ordnung. Insofern nehmen wir den geweihten Buch. Und ja, können mehr nicht machen. Schade. Vielleicht kann ich... Ich gehe mal kurz in die Details. Vielleicht kann ich hier die Steuerprovinz rausnehmen. Ja, habe ich vom Einkommen. Jetzt bekomme ich 1000 pro Runde. Und dann 1000 eine... Ja gut, das sind knappe 80 weniger. Allerdings sollte die öffentliche Ordnung nicht zu sehr sinken. Das machen wir jetzt. Schau mal kurz, hier sieht es gut aus. In Ägypten. Und ja, wir haben nur die beiden Provinzen. Die gehört uns komplett. Und hier lediglich Paraitonion. So, können wir hier vorne bei unserer Militäreinheit noch ein bisschen was nachproduzieren. Ich hoffe doch zumindest. 1200 haben wir noch. Ein paar Axtkämpfer, aber... Nee. Die sind auch nicht schlecht, die galatischen Schwertkämpfer. Vielleicht nehme ich davon jetzt erstmal 2 Einheiten. Ja. Seid ihr bereit zu dienen? Okay. So viel zu dieser Runde. Technologie. Ach, das habe ich ganz vergessen. Technologie. Ne, dauert noch 2 Runden. Haben wir nichts vergessen? Okay, Runde beenden. So, Nasamon, was habt ihr vor? Habt ihr überhaupt was vor oder lasst ihr uns erstmal in Ruhe unten? Anscheinend schon, sie sind durchgerutscht. Sie sortieren sich wahrscheinlich auch neu. Diese neuen exotischen Gegenstände ließen Kaufleute von nah und fern zu unseren Märkten strömen und der Handel blühte auf. Schön, freut mich doch. Neue Militäreinheiten. Wahrscheinlich hätten wir direkt einen... neuen Angriff starten sollen, aber ich finde, dass diese Militäreinheit einfach noch zu schwach ist dafür.
Das würde ich ungern riskieren, da haben mittlerweile haben wir minus 8 öffentliche Ordnung. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Vielleicht lasse ich erstmal den Spion. Was hat er für Effekte? So, er hat nichts, was die öffentliche Ordnung anbetrifft. Gar nichts. Aber wenn ich dann auch später diese Militär-IT abziehe, dann wird die öffentliche Ordnung noch mehr sinken. Wir sehen es durch Militärpräsenz plus 13. Das ist ja Wahnsinn. Und wir stehen jetzt schon bei minus 45. Das ist unglaublich. Können nichts machen. Ja, müssen leider wieder die Runde beenden. Vielleicht kann ich in Alexandria... Kann ich die Steuern erhöhen? Da haben wir auch auf einmal eine negative öffentliche Ordnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, wir können ausbauen. Wollen wir aber nicht. Mal schauen, woran das liegt. Kulturelle Unterschiede, ja. Das ist klar. Das heißt, wir müssen auch hier was für die Kultur machen. Und werden hier den geweihten Boden. Ja, aber ich brauche das Geld hier erstmal. Das ist wichtiger. Ich mache hier nichts. Das Geld ist hier oben besser angelegt. Einfach. Also Alexandria, okay. Dass die gerade nicht alle ganz zufrieden sind. Ja, kann ich jetzt gerade mitleben. Ist nicht so tragisch. Die klagen auf ziemlich hohem Niveau, die guten Leute aus Alexandria. Also, die sollen jetzt mal schön den Ball flach halten. Schließlich haben sie da auch 3 Pyramiden stehen, also. Forschung abgeschlossen. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung, bla bla bla. Vorteil verschafft. Okay, Gymnasien. Also, ihr könnt jetzt alle schön in die Schule gehen. Bau abgeschlossen, geweihter Boden. Schön. Und Bevölkerungsüberschuss. Ja, den haben wir in Ägypten. Den haben wir da gerade überall. Unzufriedene Bevölkerung in Libyen immer noch. Okay. Also Spion, du machst nichts. Wir können erstmal eine neue Technologie auswählen. Da schaue ich mal im Bereich der Wirtschaft. Wohlstand durch Landwirtschaft in allen Regionen. Das ist sehr nett. Oder ich gehe hier weiter voran. Das dauert aber alles auch ein bisschen lange. Gut, 4 Runden ist jetzt nicht die Welt. Was habe ich hier im Bereich der Belagerung? Ich möchte noch nicht belagern. Philosophie von Würdenträgern. Ja, das machen wir. Da ein Würdenträger auch immer besondere Fähigkeiten hat. Unter anderem kann ein Würdenträger die öffentliche Ordnung ein bisschen pushen. Was insbesondere für uns sehr vom Vorteil wäre. Also, Nahrung ist 0, das ist auch schlecht. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, wo wir... Ja, der Schrein des Hathor Maat. Plus Nahrung, öffentliche Ordnung, hellenische Kultur. Wohlstand durch Seehandel können wir auch. Wir haben hier den Hafen, das heißt, wir können dann auch später Seehandel betreiben. Sollten wir auch. Ja. Ich gehe nochmal kurz durch. Hier habe ich eine Forschungsrate. Hier habe ich 3 und 3, aber minus 1 Nahrung bringt uns auch nichts, wenn wir... Es sei denn, hier nehme ich den Fischerhafen, aber dann habe ich minus 2 wieder öffentliche Ordnung. Da bringt mir auch plus 3 nichts. Da habe ich auch minus Nahrung. Da habe ich gar nichts. Und hier habe ich überall eine negative Nahrungsentwicklung. Das heißt, ja, der wäre gut, aber... Ich kann die Stadt auch noch nicht ausbauen. Vielleicht später, wenn ich hier irgendwie so eine Art Bauernhof oder sowas habe, kann ich dann da umschwenken. Aktuell nehme ich dieses. So, hab noch 800 zur Verfügung. Die wollen wir natürlich sinnvoll nutzen. Und rekrutieren hier noch ein. Ich schaue mir jetzt mal kurz die Stadt an. Ja, sieht jetzt. Frage ich mich, warum sah das gerade auf einmal so schlecht aus? Also, ich habe keine. Keine Ahnung. Einheit rekrutieren. Hallo? Ja. Na, ich geh nochmal raus. Was kann ich für ja, da bist du. Nehmen wir erstmal noch ein Pikinier. Habe ich
4 Pikeniere und 2 galaktische Schwertkämpfer bin ich schon gut aufgestellt. Noch ein paar Fernkampfeinheiten. Und dann läuft das. Hoffe ich zumindest. Ich habe festgestellt, dass gerade in Rome 2, Anspruch und Wirklichkeit und Vorstellung und tatsächlicher Eintritt, dass das immer ein bisschen, hab's gerade gesagt, dass es immer, dass da große Unterschiede zwischen liegen. Man denkt, dass alles gut ist und dann entsteht ein Elendsviertel in Memphis. Toll. Erpressung. Ja, super. So, kommt noch irgendwas? Truppen rekrutiert? Ja, zum Glück nur das. Also, eurer Familie wird erpresst. Ja, das ist natürlich... Wir können nichts machen. Haben wir minus Gravitas oder 900 aus der Schatzkammer. Puh. Einfluss minus 1 Hofadlige. Ja, ich mach da erstmal. Konsequenz, ihre Forderungen wurden abgelehnt und sein Ruf wurde durch die von ihnen verbreiteten Gerüchte geschädigt. Ja, kann ich. muss ich erstmal mit leben. Ja, hier haben wir einen Pikinier. Okay, Memphis, wo bist du? Hier vorne. Ey, das verstehe ich nicht. Euch geht's doch gut. Euch geht's doch gut. Umbauen. Kosten 500. Ein Traum. Ja. Somit haben wir wieder nichts mehr. Nur noch 500. Also wir müssen ganz klar was tun. Wir müssen hier angreifen. Wir müssen hier vorankommen. Wir brauchen neue Städte. Wir brauchen frisches Geld. Wir brauchen mehr Geld. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Vielleicht machen wir mal, wenn wir jetzt minus 2, nächste Runde ist das hier wieder in Butter, dann kann ich mal gucken, vielleicht mache ich mal eine Runde, die, wo habe ich es, Provinzübersicht, nee. Details, die Steuerstufe, wo war sie noch gleich? Wo war die Steuerstufe? Hier habe ich Provinzübersicht. Nee, Alexandria. Ja, da bin ich drin. Das habe ich dann Details. Ziele, Handel und Finanzen. Steuerstufe. Vielleicht ziehe ich die einmal ganz hoch. Worauf komme ich denn dann? Ja, 1400. So habe ich minus 5 und dann habe ich... Ah, minus 20. Nee, das haut schon rein. Nee, können wir uns nicht leisten. Da wir hier sowieso schon minus 55 haben. Nee, das ist minus 20, aber minus 75, dann steht direkt eine Revolution an und da habe ich keine Lust drauf. Also, das muss nicht sein. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine gute Sache. Beide Seiten schlagen einen Nutzen daraus. Nicht mal kurz. Militärischer Zugang entfernt die diplomatische Strafe für unerlaubtes Betreten des Territoriums einer anderen Fraktion. Warum möchtest du das? Klar, du möchtest nach Norden. Du möchtest hier durch. Dann erhalten... Wird der Vorschlag angenommen, erhalten Sie diese Zahlung. Okay, also wir erhalten 100. Das würde ich mal ändern. Ne, ich soll 100 zahlen? Also Freunde, ich würde Ihre wirtschaftliche Macht schwach. Ich würde wenn dann eher 600 einfordern. Ja, aber locker. Eure Einfälle sind in eurem Herzen Gold. Das tut mir leid. Warum soll ich deinen Vorschlag... Du machst mir einen Vorschlag, ich soll ihn annehmen und dann noch bezahlen dafür? Ja, jetzt... Da kommen sie, jetzt geht's los. Ja. Okay, Suche nach Intellektuellen. Okay, das heißt, wir können auch jetzt einen Würdenträger rekrutieren und ja, so viel zu dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sofern ja, lasst es mich sehen. Gebt mir ein Like und ja, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, schenkt mir ein Abo und ansonsten sage ich bis zur nächsten Runde und bis dann. Tschüss.